Lelo, kleiner Hinweis, News, Tuxedo Computers bietet demnächst in Planung ist eine eigene OwnCloud-Lösung von Tuxedo, hier ein freundlicherweise zur Verfügung gestellter Test-Account bei Tuxedo. Basiert auf OwnCloud, ne? Läuft dann über HTTPS, also schön verschlüsselt, mytuxedo.de. Das Ganze lässt sich auch als Web-Dev-Laufwerk einbinden, findet man hier. So, wie bindet man das ein? Muss als HTTPS, ne? Hier mal HTTPS, mytuxedo.de und so weiter und so fort. Hier unter Linux Mint LMD, also Debian Edition, kann man das folgendermaßen einbinden, Datei mit Server verbinden. So, was wollen wir denn für einen Server? Wir wollen ein Web-Dev-Laufwerk, aber nicht mit HTTP, sondern HTTPS, weil das sicherer ist. Verschlüsselt, erkennbar am Port 443. Gut, und da hinein gehört mytuxedo.de. So, wollen wir mal. Da schreiben wir rein mytuxedo.de. Sicheres Webdev. So. Und was muss noch hinten dran? Hier ist ein Ordner anzugeben: remote.php und dann webdev. So. Benutzername ist bei mir RecRunner. Wie gesagt, Testaccount. Ich habe da keine wahnsinnig wichtigen persönlichen Daten drauf. So, Passwort. Passwort merken und dann haben wir das Ding eingebunden. Verbinden. Verbindungsaufbau. So, und nun sehe ich hier mein eingebundenes Laufwerk hier im Dateimanager. Nemo the RecRunner auf mytuxedo.de. Gut, und da kann ich auch ein Lesezeichen hinzufügen. Dann habe ich hier WebDev und kann einfach draufklicken. Nett. Da kann ich zum Beispiel gucken, was habe ich denn da? Musik. So, das war die Version WebDev einbinden mit Nemo. Das Ganze kann man natürlich auch unter KDE machen. Da sieht aber die Benutzeroberfläche so ein bisschen anders aus. So, ein bisschen anders aussehen tut das da. Ne? Also, unter KDE Netzwerkordner hinzufügen. Hier Name habe ich genannt, OwnCloud, Benutzername ist RecRunner, mytuxedo.de. Ohne HTTPS davor, Port 443 sagt bereits alles, dass es HTTPS ist. Ordner Remote PHP, WebDev und wichtig, Verschlüsselung und Symbol anlegen. Speichern und verbinden, dann habt ihr in Zukunft in eurem Netzwerkordner ein Symbol für OwnCloud oder den Namen, den ihr da vergeben habt. Funktioniert prima. So, und da kann ich dann gucken, da habe ich da Musik drin. So, sehr schön. Prima Sache. Gut, kann ich natürlich auch vom Webbrowser aus angucken. Was ich hier in dieser Release-Candidate-Version nicht konnte, war hier Musik direkt streamen. Ja, das war jetzt nicht so schön. Können andere nämlich, zum Beispiel die Telekom, die kann halt nämlich, da kann ich nämlich in Musik gehen und kann halt auch direkt dort anhören, tun. Ne? Da habe ich dann nämlich dann so einen kleinen Play-Button und dann höre ich auch die Musik gut im Mediencenter. Gut, wie können wir trotzdem mal gucken? Mir ist es gelungen, mein WebDev-Laufwerk hier in der LMDE-Version von Linux Mint mit Totem zu streamen. Totem, ja, da ist so ein Medium-Spieler da. Totem, ja. Videos heißt es hier unter Linux Mint LMDE. Funktioniert aber nicht in der KDE-Version. Kommt wohl stark drauf an, welche Pakete man installiert hat. Hier konnte ich zumindest mal eben von meinem WebDev-Laufwerk
einen Ordner rüberziehen, da muss man etwas warten, ne? Also diese Aktion funktionierte nicht unter der KDE-Version. Hängt stark davon ab, welche Pakete installiert ist. Und dann wird die, ja, dann werden diese Musikdateien, die in meinem Ordner drin sind, gestreamt und nicht einfach heruntergeladen. Ja, und das ist jetzt wichtig. Hier dauert es jetzt ein bisschen, weil hier so einige drin sind. Gut, hat der entsprechende Ordner oder die entsprechende Datei einen, ja, ein Symbol, einen Künstler, dann sieht man hier auch das Gesicht des Künstlers. Ihr seht, es läuft bereits. Ich habe jetzt nur die Musik kurz ausgeschaltet. Ich mache mal ein bisschen Laude. Also es wird gestreamt. Ja, dass das gestreamt wird, können wir uns gegebenenfalls angucken, sofern wir haben mit FAAPE, ja, gk-sudo FAAPE. So, falls installiert, ne? Gut, ist so ein Netzwerk-Schnüffelprogramm. Schauen wir mal. Und jetzt sehe ich tatsächlich, dass hier gestreamt wird. Ja, Speedport-IP ist mein Router. Funktioniert. Prima Sache. Aber wie gesagt, das hier mit dem Totem geht nicht unbedingt bei jedem. Gut, wir hatten ja gesehen, Telekom, ja, da kann man das gegebenenfalls anders. Aber Problem war Telekom, WebDAV-Laufwerk eingebunden und mir ist dabei mehrfach der Laptop abgeschmiert. Und das war jetzt nicht so schön. Warum er jetzt im Moment so ein bisschen spackig reagiert, kann ich nicht sagen. Vielleicht wegen der Videoaufzeichnungssoftware. Normalerweise kann ich ganz normal in Musik reingehen und fertig. Das Ganze ist übrigens eine Release-Version. Ganz nett ist, dass man sich das natürlich auch zum Beispiel auf dem Smartphone anschauen kann. Es gibt ein App dafür, aber ich benutze das App nicht so gerne, weil das kostet Geld, ne? Stattdessen finde ich das hier ganz nett, dass man auch ein Dokument hier erstellen kann. Und dieses Dokument kann man dann quasi online bearbeiten. Macht man das zum Beispiel von einem Smartphone aus, dies ist ein Test. Macht man das zum Beispiel von einem Smartphone aus, als Steuerungstaste, Rollrad nach vorne kann man ja auch schön ranzoomen. Also wenn man es mit dem Smartphone macht, dann kann man das auch über, ja, je nach Handy vorhandenen Spracheingabe eindiktieren. Und dann kann man diesen Text in seiner Cloud speichern, zum Beispiel unterwegs, diktieren im Bus oder falls man einen Chauffeur hat, hinten drin. Und nachdem das erledigt ist, findet man den Text, nachdem er geschrieben ist, daheim auf dem PC dann wieder. Ne? Da braucht man sich genauso wieder einloggen wie auf dem Smartphone und dann ist das gut. Ist das so, was ich hier so erzähle? So, gehen wir nochmal auf unser WebDAV-Laufwerk. Da findet man dann in Dokumenten die Dinger drin. Ne? Das sollte sich dann irgendwo mal aktualisieren. Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir Dokument 2. Ja, jetzt habe ich ein bisschen groß. Insgesamt sind es derer drei Dokumente. Unter WebDAV sehe ich hier momentan nur zwei. Muss ich vielleicht in den Dokumentenordner rein? Muss ich gleich mal gucken. Wie gesagt, das Ganze ist ein Release-Kanal. Fünfmal gedrückt, Dokuments. Example, das sind fünf. Ne? Example haben wir. Beispiel. Und neues Dokument. Und neues Dokument 2. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Ich glaube, neues Dokument 2 hatte ich. Jetzt bin ich hier in meinem WebDAV-Ding, kann mir unter LibreOffice mein vielleicht per Smartphone diktiertes Ding aus meiner Cloud ziehen und daheim weiterbearbeiten. Hier sieht man, geben Sie Benutzer ein Kennwort ein für. Ja, interessant eigentlich. Ne? Eigentlich bin ich ja schon eingeloggt, aber oh, meinetwegen. Und das total geheime Passwort eingeben und dann kann man das Dokument gegebenenfalls noch weiter bearbeiten auf seinem normalen PC, das man vielleicht über das Webbrowser-Interface eindiktiert hat
und kann das ganz normal benutzen. Das finde ich eine nette Sache. Es gibt noch viele, viele Features mehr. Man sieht die letzten Aktivitäten zum Beispiel. Was habe ich denn zuletzt so? Ne? Ich habe heute hab ich das Dokument geändert und vor Tagen habe ich hier mal mit Shell Command Injection gespielt. Sieht man also ein Protokoll. Die Dokumente, Kontakte kann man verwalten. Ne? Man kann natürlich mit dem entsprechenden OwnCloud-App die Kontakte synchronisieren, denke ich mal. Ich habe es nicht probiert, kostet 75 Cent, wollte ich meine Kreditkartennummer nicht eingeben. Man kann es aber importieren als CSV zum Beispiel. Ne? Importieren. Wer jetzt zum Beispiel noch Outlook hat, könnte es als CSV exportieren, die Kontakte, und hier wieder importieren oder ähnliches oder manuell anlegen, wenn man es in der Cloud speichern will. Bilder hat man noch, einen Kalender, Terminkalender, die Kalender, Termine verwalten, 7 Uhr, 10 Uhr, wie viel haben wir jetzt? 20 Uhr, 20 Uhr, hier sieht man einen Strich. Könnte ich jetzt einen neuen Termin, ein Video machen? Nee, das nicht. Ja, Video machen. Erweiterte Optionen habe ich hier, Kategorien, Ort, was, ne, Anruf, Fragen, Geburtstag, Ideen, Kunden, Veranstaltung erstellen, wiederholen, einmalig oder täglich, wöchentlich, 2 Wochen, Feiertage oder weiß der Teufel was, kann man hier eintragen. Den kann man freigeben, den Kalender, den kann man als Karl-Dive-Link machen, den kann man herunterladen, das kann man bearbeiten und oder auch löschen, wenn man will. Viele Möglichkeiten, wie gesagt, das Ganze noch in der Release-Candidate-Version. Unter persönlich findet man das entsprechende Desktop-App oder Google Play-App oder im App-Store von Apple, das OwnCloud-App kostet Geld, fand ich nicht so. Ich will aber kein Geld bezahlen, ich bin ja ganz geizig, da werde ich alles umsonst. Gut, mein Test-Account hat 10 Gig. Wie gesagt, warum ich jetzt hier nicht einfach so in meine Musik reinkomme, kleiner Bug anscheinend, so kein Ding. Normalerweise kann ich hier ganz einfach, da bin ich schon drin, ja. Ich musste nur ein bisschen geschickter klicken, glaube ich. YouTube Audio sehe ich auch meine ganzen Sachen, kann die aber nicht direkt hier abspielen, leider. Ich kann natürlich die Musik herunterladen und dann in Videos abspielen oder mit meinem Musikspieler abspielen, aber ich will es ja gar nicht runterladen, ich will streamen eigentlich. Also dieses Streaming fehlt mir hier noch. Gut, ich kann mit Freunden was teilen, gelöschte Dateien endgültig löschen und ähnliches. Oder ich könnte endlich mal dieses Video abmelden. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ein Hinweis noch zum Schluss. Alles, was gezeigt worden ist, war natürlich eine frühe Vorab-Version. Die Details können sich in der endgültigen Version wahrscheinlich zu positiven noch verändern. Preise sind mir nicht bekannt. Vorteil dieser Lösung ist auf jeden Fall, dass es mit dem Linux-Dateisystem kompatibel ist, im Vergleich zum Beispiel zur T-Online-Lösung, die ein Windows-kompatibles Dateisystem benutzt, weswegen es wahrscheinlich auch abgestürzt ist. Und tschüss.